Heute gibt es mal wieder einen Produkttest und zwar einen Crab Maker, und zwar einen mobilen mit dieser Platte. Der hat 30 cm Durchmesser und 1200 Watt. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke, somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Der Crab Maker kommt zusammen mit einem kleinen Holzstab, sodass man den Teig hier verteilen kann. Das Besondere hier an diesem Crab Maker ist, man kann hier die Temperatur noch ein bisschen einstellen und er kostet nur knapp 30 Euro bei Amazon. Ist auch aktuell im Angebot, von daher ich verlinke euch mal den Link zum Artikel unterhalb dieses Videos. Was gibt es noch hier Besonderes zu sagen? 30 cm sagte ich schon, Thermostat ist regelbar. Der hat eine Kabelaufwicklung, ein Holzspachtel, hölzernen T-Stick. Anti-Haftbeschichtung ist einfach zu reinigen, hat Anti-Rutschfüße, Kontrolllampen, Bereitschaftsanzeigen, eine eigene Kabellänge von 80 cm und 1200 Watt Leistung. Ja, hier machen wir auf und schauen uns an, wie das Ganze denn so aussieht. Erst einmal haben wir hier zum Wenden der Krebs diesen Holzspachtel. Dann, so, gucken wir, was hier rausbekommen. Haben wir diesen Holz-T-Griff, um den Teig auf der Platte halt nochmal zu verteilen. Das Ganze ist ganz ordentlich verpackt. Hier mit Styropor. Ich mache das mal ab. Hier hängt es noch drin. Und so sieht das Ganze aus. Relativ schlicht natürlich. Was soll auch sonst dabei sein? Das ist ein Crab Maker. Wie gesagt, 30 cm haben wir hier. Und ihr hört es. Im Wesentlichen drei Stufen, aber stufenlos. Hier mit Kontrollanzeigen. Sieht fast aus so ein bisschen wie ein Saugroboter, aber es ist tatsächlich ein Crab Maker. Hier Anti-Rutsch. Die 80 cm Kabel. Mit dabei natürlich auch noch eine Anleitung und ja, wie gesagt, hier dieses Holz-T-Griffteil, um den Teig zu verteilen, und hier den Spachtel, um dann den Teig auch zu wenden. Ja, wir werden das heute Abend mal ausprobieren und dazu gibt es natürlich auch gleich noch etwas von uns live bzw. aufgenommen dann vom Crepe machen. Bis gleich! So, wenn ihr anfangt, dann muss das erstmal eingeschaltet werden und dann dreht ihr hier auf maximal und dann heizt er erstmal vor. Dann kommt der Teig hinterher drauf, dünn, und natürlich muss vorher einmal mit Öl das Ganze eingerieben werden. So, wie gesagt, ein bisschen einfetten die Platte und dann geht es auch gleich schon los mit dem ersten Crepe. So, und los geht's mit dem Crepe-Teig. Stopp mal eben. Haben wir schon ein paar Stunden vorher gemacht, den rühren wir noch einmal um. So, jetzt nochmal. Also der Crepe-Teig drauf. Und jetzt wird das Ganze verteilt. Wir sind keine Profis, von daher sieht man direkt. Das war der erste Versuch. Gleich machen wir den zweiten und gucken, ob das besser ist. So, ein erneuter Versuch. Jetzt ein bisschen langsamer und nicht mehr auf Stufe 3, sondern auf Stufe 2 und mit zwei von den kleinen Kellen. Dicke Fläche bleibt da. So. Auf geht's. Stellen gleich vielleicht doch lieber auf 3 wieder, damit es hart wird.
Zweiter Versuch schon besser, aber noch nicht perfekt. Es wird. Der zweite Versuch. So, mit Kinderschokolade. Und los geht's. Und los geht's. Das sieht aus wie ein Crepe. Perfekt. Auf Stufe 2 jetzt. Ich zeige das nochmal. Die Schokolade schmilzt. Und der Crepe wandert auf einen Teller. So, jetzt probieren wir das mal mit 2,5. Kara, was möchtest du auch? Schokolade? Mhm. Und es kommt wieder ein bisschen Fett. Und das Fett wird verteilt. Und los geht's. Ihr braucht natürlich auch eine Unterfläche, die einigermaßen gerade ist. Fließt hier ein bisschen zu mir, aber das kriegen wir ausgeglichen. So. Alles im Allen. Man braucht Übung. Zumindest ist er jetzt rund. Das sollte funktionieren. So, jetzt. Das sieht schon deutlich besser aus. Jetzt kommt wieder ein Kinderschokoladecrepe. Die schmilzt natürlich auch direkt. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 2,5 von 3 in der Wärme. Wir machen gleich noch Crepe mit verschiedenen anderen Sachen. Hackfleisch, mit Schinken, Salami, mit, was haben wir hier, Champignons, mit Mais und natürlich mit Käse. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Landet jetzt auf dem nächsten Teller. Fast wie beim Profi. Guten Appetit. Also es funktioniert. Ihr müsst einfach üben. Tolle Sache für unter 30 Euro. Bei Amazon, der Link nochmal unter dem Video. Und das Video bzw. die Beschreibung für diesen Crepe-Teig, den verlinke ich euch ebenfalls einmal unterhalb dieses Videos, damit ihr auch den richtigen, perfekten Crepe-Teig dafür habt. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.